Praktische Erfahrungen wie Sportler, Sportlerinnen, ganze Clubs und Vereine mit Hass im Netz oder auch mit Anfeindungen umgehen können, hat die Sportpsychologin Johanna Constantini, die jetzt zugeschaltet ist. Johanna, hallo und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben schon mal für uns. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Nun ist es so, viele Sportler oder Sportlerinnen scheuen vielleicht den Gang und damit ja sozusagen preiszugeben, dass sie Probleme haben, wenn sie in irgendeiner Form angegriffen werden, bedroht oder einfach nur beschimpft werden. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Kommen die mittlerweile von sich aus oder ist das noch ein schleichender Prozess und man versucht es eher so über die Hintertür? Ja, Sportlerinnen und Sportler kommen schon immer mehr, aber die Hintertür ist nach wie vor ein beliebter Weg, sozusagen diese Hintertüre zu nehmen und nicht direkt mit der Tür ins Haus zu fallen mit dem Thema Cybercrime, direkt jetzt auf mich beispielsweise zuzukommen, weil das Thema nach wie vor sehr schambesetzt ist. Und ich denke, auch hier sollte man beginnen, mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, mehr Präventionsarbeit zu leisten, damit Sportlerinnen und Sportler, die absolut davon auch betroffen sind, diesen Gang eben wagen und sich öffnen und sich anvertrauen. Gibt es denn Sportarten, die typisch sind dafür, dass dort so Probleme auftreten? Oder zieht sich das, egal durch welche Sportart, egal durch welche Disziplin, Männer, Frauen, völlig unabhängig? Das zieht sich grundsätzlich durch alle möglichen Disziplinen, so wie sich es auch durch die Gesamtbevölkerung zieht. Also es sind ja nicht nur Sportlerinnen und Sportler von Hass im Netz betroffen, sondern auch die, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen Normalbevölkerung. Grundsätzlich sagt man, weiß man, es sind mehr Frauen betroffen, vor allem sexualisierte Gewalt ist ein großes Thema im Internet. Liegt aber auch ein Stück weit daran, dass Frauen grundsätzlich mehr im Internet präsent sind, also sprich sich beispielsweise mehr in Social Media aufhalten. Kannst du, ohne natürlich zu sagen, wen es speziell betroffen hat, sagen, was sich da vielleicht schon mal ereignet hat, mit welchen Dingen du schon auch selber konfrontiert warst? Ich bin einerseits schon mit sexualisierter Gewalt konfrontiert gewesen, mit Cybermobbing in vielfacher Form, auch mit Cybermobbing von Gruppen gegenüber Einzelpersonen. Bin damit konfrontiert gewesen, dass Bilder gespeichert wurden und verteilt wurden. Also auch der Kanal WhatsApp wird mittlerweile immer mehr genutzt, um strafrechtliche Dinge zu tun im Internet. Also wird vielfach noch nicht als solche verstanden. Das Internet wird grundsätzlich vielfach als rechtsfreier Raum verstanden, was es einfach schlichtweg nicht ist. Aber die Motive oder die Tatbestände sind sehr unterschiedlich, mit denen ich konfrontiert werde. Was löst so etwas aus? Bei Frauen, bei Männern? Weil es sind Leistungssportler und da ist wichtig, dass nicht nur der Körper funktioniert, sondern der Kopf steuert ja nun mal alles. Und wenn dort sozusagen dann andere Sachen Einfluss nehmen, dann leidet sicherlich die sportliche Leistungsfähigkeit darunter. Natürlich, genau. Also was es auslöst, ist grundsätzlich verschieden. Es kommt ganz darauf an, wie der Sportler oder die Sportlerin zu der Kommunikation im Netz steht, auch welchem Hass, welcher Form von Hass er oder sie ausgesetzt ist. Da geht ja die Bandbreite von bis, also, und es kommt auch immer darauf an, wie sich die Dynamik entwickelt, Stichwort Shitstorm, also wie viele Menschen auf diesen digitalen Zug sozusagen aufspringen und jemanden beleidigen, jemanden klein machen, jemanden niedermachen oder auch bedrohen, also wirklich mit dem Leben bedrohen. Das sind schon sehr schwerwiegende Tatbestände. Und da kommt es immer auch darauf an, wie viel Wert misst der oder die Einzelne diesem digitalen Medium bei und welche Unterstützung hat er oder sie bereits. Sind da noch relativ junge Sportler und Sportlerinnen eher von betroffen und leiden auch darunter? Weil Social Media ist, glaube ich, eine Sache, die ja mehr von jungen Leuten genutzt wird, sehr ausgiebig genutzt wird. Auch von Ihnen ja freiwillig, also Sie geben ja auch viel von sich preis. Ja, das stimmt. Also und grundsätzlich die Bevölkerungsgruppe der Athletinnen und Athleten gibt natürlich viel von sich preis, zumeist, weil man natürlich über das Internet heute auch Sponsoren lukrieren kann und dergleichen und sich einfach einem breiteren Publikum darstellen kann, was ja durchwegs Chancen auch beinhaltet.
Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es nur die Jungen betrifft oder junge Erwachsene. Wenn man vom Sport absieht, sieht man es auch im Berufsleben, dass es hier immer wieder Kriminalität im Internet gibt oder Cybermobbing in verschiedenen Berufsgruppen. Und da trifft es sehr wohl auch Menschen mittleren Erwachsenenalters, die davon betroffen sind. Nun ist die einfachste Handhabung, die ich mir vorstelle, sozusagen mechanisch. Also schalt doch einfach ab. Dann kriegst du den ganzen, auf gut Deutsch gesagt, Mist ja nicht mit. Aber das ist ja eben nicht die Möglichkeit, die jemand haben will, der sagt, ich will aber mich präsentieren, weil, wie du sagst, ich will ja Sponsoren gewinnen oder ich will Sponsoren zufriedenstellen oder ich habe Leute, die einfach so Anteil an meinem Leben, an meinem Sportlichen nehmen. Also was können die machen, denen das widerfährt? Also das Verhalten hat auch was für sich, natürlich zumindest zwischen den Zeiten, in denen ich posten sollte, posten muss, aufgrund von Sponsorenverträgen, aber immer wieder zu versuchen, das Medium und die Kommunikation darin so gering wie möglich zu halten, ist ein Schritt. Natürlich nur einer von vielen. Also grundsätzlich muss einfach daran angesetzt werden, Aufklärungsarbeit zu leisten und das flächendeckend. Also im Sport wie im Leben, aber wenn man jetzt von Sport spricht, dann in den Vereinen mit den Trainerstäben, mit der Mannschaft darüber sprechen, dass es sehr wohl sein kann, dass es den oder die einen treffen kann, früher oder später mit Cyberkriminalität, mit Hass im Netz konfrontiert zu sein. Und dass man damit auch Menschen in die Pflicht nimmt, die beispielsweise diesen Hass oder diese Hasspostings schlichtweg beobachten. Es gibt ja nicht nur jene, die posten und die schreiben und die beleidigen, sondern es gibt immer auch eine große Vielzahl von Personen, die lediglich beobachten. Und wenn diese Personen beginnen, sich zu solidarisieren, dann können solche Shitstorms auch schneller gestoppt werden. Was konkret kannst du jetzt machen als Sportpsychologin, wenn, egal ob ein Einzelsportler, Sportlerin oder ein Club, eine Mannschaft, vielleicht sogar ein ganzer Verband auf dich zukommt und sagt, wir brauchen da Hilfe. Also was sind die Dinge, die du ansetzen kannst und die du dann mitgeben kannst? Ja, oftmals ist es schon das offene Ohr zu haben und den Rahmen zu schaffen, dass das Thema überhaupt aufkommen kann. Also das ist so meine Erfahrung. Wenn einmal der Rahmen geschaffen wird, darüber breit zu diskutieren, dann steigen die meisten ein und viele haben bereits derartige Erfahrungen gemacht, bei sich selbst persönlich oder im näheren oder weit entfernteren Bekanntenkreis. Das schafft schon eine Sicherheit, dass man nicht alleine ist mit dem Thema. Und dann kann man natürlich immer über die Dynamiken aufklären. Man kann über Hintergründe und mögliche Motive von derlei Tätern sprechen. Also das sind verschiedenste Motive, die zusammenkommen können. Es ist Neid, es sind negative Emotionen, es ist etwas rauslassen zu müssen und selbst nicht verstehen, dass man jemanden damit persönlich verletzt. Also da gibt es ganz, ganz viele Motive, über die man auch aufklären kann und womit man auch diesen Hass im Netz ein Stück weit persönlich abschwächen kann. Hat es denn deiner Meinung nach oder auch deinen Erfahrungen nach Sinn, auf so etwas überhaupt einzugehen? Wie gesagt, abschalten ist ja vielleicht die erste Reflexhandlung und dann erfährt man es gar nicht oder man nimmt es nicht mehr wahr. Oder sollte man versuchen, mit denen, die einen in irgendeiner Form angegriffen haben, in Kontakt zu treten, um vielleicht eine Diskussion zu führen? Das pauschal zu sagen, würde ich mich nicht trauen. Es kommt immer darauf an, worum es sich handelt. Also handelt es sich womöglich um ein Missverständnis aufgrund eines Verhaltens eines Sportlers, einer Sportlerin, auf das jemand aufspringt virtuell und sich darüber auslässt oder anfängt zu beleidigen oder zu beschimpfen, dann sehe ich durchwegs einen Lösungsansatz darin, dass der betroffene Athlet oder die Athletin sich zu Wort meldet, um eben etwaige Missverständnisse aufzuklären. Wenn es sich aber um schlichtweg Beleidigungen, um Rassismus, um Diskriminierung jeglicher Form handelt, dann ist es durchwegs auch eine Strategie, das Medium einfach wegzuschalten oder Postings zu löschen, User zu blockieren und vor allem aber nicht nur zu blockieren und zu löschen, sondern sie auch den Plattformen zu melden. Weil da wird immer mehr getan, auch was die großen Plattformen angeht, damit solche Menschen auch strafrechtlich verfolgt werden können. Hat es in den vergangenen Monaten, in denen die Corona-Pandemie ja oft dazu geführt hat, dass viele Leute durch Lockdowns zu Hause waren, sich vielleicht mehr medial unterhalten haben und Sport, Leistungssport ist ja auch ein Entertainment, ist ja auch Unterhaltung, dass sich in diesen Zeiten
auch solche Reaktionen dann ja, vermehrt haben, dass dann plötzlich auch derjenige, der uns vorher gar nicht interessiert hat oder der der Meinung war, lass ich weg, plötzlich sich bemüßigt fühlt, sich zu Wort zu melden, egal ob eine sportliche Leistung vorlag oder irgendeine Aktion war. Und plötzlich tauchen viel, viel mehr Meldungen, Aktionen auf im Internet. Ja, es ist zu einer Zunahme gekommen auf, innerhalb dieser Corona-Pandemie. Also im Zuge dessen hat sich die Kommunikation vermehrt ins Netz verlagert und auch der Hass im Netz nimmt nachweislich zu. Und auch hier mögen die Motive unterschiedlichster Natur sein. Ich denke, auch hier ist es ganz, ganz wichtig, flächendeckend für Aufklärung zu sorgen und flächendeckend für Information zu sorgen, dass es beim Internet oder im Internet keinen rechtsfreien Raum gibt. Vielen Dank, Johanna, dass du dir Zeit genommen hast, ausführlich erklärt hast, was du machen kannst, was du vielleicht schon gemacht hast. Und ich hoffe, dass viele Sportler, Sportlerinnen, Vereine, Clubs da Anregungen finden oder dann auch den Weg zu dir und deinen Kollegen suchen werden, wenn sie Probleme haben. Ich sage danke für die Zeit. Danke auch, vielen Dank.